Zum Kochen sind wir hoch auf Rosis alte Heimat, die Winkelmoosalm. Rosi, was steht heute an? Heute machen wir einen Kaiserschmarrn, weil das ist erstens ein einfaches Gericht und schmeckt wunderbar als Nachspeise oder auch als Hauptspeise. Und das ist auch hier bei der Jeanette auf der Traunsteiner Hütte, ist das hier der Renner. Gell, Jeanette, stimmt's? Das stimmt. Was macht für dich einen guten Kaiserschmarrn aus? Liebe. Und dazu Eier, Milch, Mehl und Zucker für den Teig. Alles kein Geheimnis, sagt die Rosi. Ich hab's von meiner Mutter gelernt. Also wir haben ja auch hier herum ein Gasthaus gehabt. Und da war halt das auch immer das Gericht. Also die Frau Mittermeier, da haben alle geschwärmt. In jedem Gästebuch steht drin von ihrem Kaiserschmarrn. Die Eier übrigens nicht tot rühren, sagte schon die Mama. Und den Eischnee umsorgen. Du musst ihn halt wirklich gleich verarbeiten. Du schlagst ihn auf und also stehen lassen und zwischendrin schnell was anderes da, ist der falsche Weg. Also du musst, ich vergleiche das immer, wie man einen Mann pflegt, sich kümmern, hegen, pflegen. Genau so ist es richtig. Und der Eischnee dankt es, wie wir Männer. Der Kaiserschmarrn auf der Traunsteiner Hütte ist legendär, weil Jeanette selbst im dicksten Trubel jede Portion einzeln zubereitet. Und das dauert eben. Bloß nicht zu viel Hitze, sonst verbrennt er. Gut schmarren will Weile haben. Sollen wir jetzt ein paar Rosinen und sowas rein da? Ich bin jetzt nicht so der Rosinenfreund, und mit und ein Oli. Ausgerechnet, das Einzige, was ich ein bisschen, da hat mir mein Onkel erzählt, als Kind, dass Rosinen getrocknete Fliegen sind. Und das ist furchtbar. Der hat, also, der ist schon gestorben, der hat das die Kinder erzählt. Aber Mandeln machen wir rein, oder? Ja, Mandeln sind super. Ja. Rosi ist übrigens bis heute leidenschaftliche Köchin. Am liebsten große Portionen, wenn Sohn Felix mal wieder den halben Weltcup mitbringt. Dabei war es früher eher anders. Skifahren war das Mittel, um der Küche zu entfliehen. Wir waren ein Familienbetrieb. Wir haben immer helfen müssen, drei Schwestern. Meine älteste Schwester, die Heidi, die ist natürlich Ski gefahren schon. Die ist 10 Jahre älter. Und ja, wir durften, ich habe dann eine Lehre gemacht, eine Hotelfachlehre, und bin dann, durfte dann auch Skifahren, nachdem ich die Lehre abgeschlossen hatte. Und das war natürlich ideal, weil ja, die Eltern haben uns halt weggelassen zum Skifahren. Gell? Auf der Zielgeraden wird der Kaiserschmarrn jetzt noch karamellisiert. Mit viel Butter und viel Zucker. Nur nicht am falschen Ende sparen. Nach rund 20 Minuten ist das Festmahl fertig. Höchste Zeit, denn der Duft ist schon längst rüber in die Stube gezogen. Und Christians Hunger ist ja auch legendär. Tja, und wem das jetzt zu schnell ging, der kann Rosis Rezept nachlesen und dann nachkochen.